Christina Sundhoff, heute ist es Essen gegen Duisburg. Wie ist das Spiel gelaufen? Ja, Sie haben selber gesehen, wie das Spiel gelaufen ist. Also 0-0. Wir müssen sagen, Essen war vor dem Spiel ganz klarer Favorit. Und, aber von Leistung her, ich und die ganze Mannschaft sind sehr, sehr stolz auf die ganze Mannschaft. Wir haben jeder Spieler hat 100% auf den Platz gegeben. Respekt. Ja. Letzte Woche haben Sie auch das winnende Tor gemacht in Herforder. Wie fühlt das an? Ja, es fühlt glücklich, vor allem wenn man wenn man gewinnt das Spiel. Und das war ein entschiedenes Tor. Aber ich sage immer, es ist egal, wer das Tor schießt. Und das war ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. 2-1-Sieg. Und auch heute war ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Weil kommenden Sonntag kommt ein sehr, sehr schwerer Gegner. Frankfurt, ne? Ja. Und wie sehen Sie das, Frankfurt? Ja, ich kann versprechen, ganze Mannschaft geht Vollgas, 100%. Und mal sehen, was rauskommt. Aber klar, Frankfurt ist ganz klarer Favorit. Aber die letzte Woche, MSV hat schon einige Punkte geholt. Und das ist sehr wichtig neues Jahr. Ja, für die Rückrunde sowieso. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Also wie gesagt, aber letzte Spiel gegen Herforden und auch heute. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte für uns. Okay. Dankeschön, viel Spaß. Danke auch.